Hallo, liebe Freunde. Ich habe mir gedacht, da ich ja zu Ad Director so ein bisschen Einführungssachen mache, wollte ich euch mal nach und nach durchgehen, welche Charaktere ich wie spiele. Seht ihr schon, es gibt ein paar ohne Level, die werde ich sozusagen noch ein bisschen spielen müssen, bevor ich jetzt ein Video machen kann. Aber ich würde jetzt erstmal mit Blackburn anfangen und euch zeigen, wie ich den solche gemoddet habe. Ich habe hier die Close Quarter Mod, das bedeutet Gegner, die nah an mir ranstehen, bekommen halt deutlich mehr Schaden. Was ganz gut hilft, wenn zum Beispiel einer der Frontliner unbedingt direkt dir ins Gesicht springt und der dir halt auf die Nerven gehen will. Da kann man sich dann ganz gut dagegen wehren, weil der Schaden dann doch ziemlich weh tut. So, bei der Granate gibt es extra Schaden in der Mitte. Das ist relativ normal. Ich weiß nicht, habe ich die Mod, glaube ich, nicht geändert. Das müsste die Standard-Mod sein. Bin mir nicht sicher, ob die anderen irgendwas bringen würden. Heilung vielleicht wäre noch ganz nett, aber dazu stehen, glaube ich, zu selten Teammates mit drin. Hier habe ich beim Adrenalin-Stim habe ich eine Mod genommen, die den Equalizer verstärkt. Das bedeutet nämlich, der Equalizer ignoriert Cover. Also wenn ich diese Verstärkung nutze und dann damit schieße, ignoriere ich sämtliche Deckung. Was ziemlich nützlich sein kann. Schon zu Beginn der Runde, weil man dann einfach mal über 40 Schaden macht, selbst auf große Distanz. Ob hier noch ist hier noch was anderes? Hier kann man halt auch die Granate verstärken, ich weiß nicht. Kann man halt weiter die Granate weiter werfen. Das finde ich irgendwie nicht so geil. Hit bei Blitz. Ja, kann man die Gegner slowen. Ja, und hier kann man halt nochmal extra benutzen, wenn man unter 40% Leben ist und es aktiviert hat, ich weiß nicht. Also ich finde das schon mit dem Heilung die beiden besten Mods. Einfach nur, weil man hier so ein bisschen sich selber recovern kann. Alle 5 Runden ist halt relativ selten, aber man hat zumindest ein bisschen extra Leben. Kommen wir also zum Dash, die Fähigkeit genannt Blitz. Wollte hier weiter springen können, das finde ich sehr nützlich und finde es gut, dass es eine Ein-Punkte-Mod ist, weil ich habe hier eine 3-Punkte-Mod drin in der Ultimate-Fähigkeit. Die Standard ist, dass man Unstoppable und Schild bekommt. Finde ich nicht so wahnsinnig nützlich, weil ich weiche ja sowieso aus und gehe also davon aus, ich werde nicht getroffen. Das wäre noch ganz nett, wenn man halt sozusagen wirklich reingehen will in den Nahkampf. Oder halt hier nochmal Close and Personal. Da hat man zwei Fähigkeiten, die nah im Nahkampf sehr viel Schaden machen. Ich wollte lieber weiter ausweichen können, weil sonst ist ja der Ausweichradius doch relativ gering. Damit kommt man jetzt doch sehr weit und sehr unvorhersehbar weit. Diese Fähigkeit finde ich im Normalen extrem schwer zu treffen, weil es einfach nur drei Felder sind. Über das ganze Spielfeld macht es Schaden, aber es sind drei, sozusagen eine drei Feldbreite Linie, wo die Gegner stehen müssen. Hier habe ich jetzt das Kreuz drin. Also, das ist anstatt eine Linie sind es zwei, die sich genau kreuzen. Wodurch man halt deutlich einfacher mehr Gegner treffen kann, was dann schon irgendwie wert ist, anstatt 40, 35 Schaden zu machen. Aber wenn dann halt, sobald ich einen weiteren Gegner dadurch treffe, habe ich das locker rausbekommen. Selbst wenn ich anstatt 3 dann 4 treffe, mache ich immer noch mehr Schaden. Ich hatte zwischendurch auch die Verbreiterung drin, dass ich 4 breit habe. Macht mir halt immer noch 40 Schaden, aber das ist immer noch genauso schwierig zu treffen irgendwie. Das ist hier die Standard-Mod. Dass für den halben Schaden die nächste Runde nochmal angegriffen wird, das trifft relativ selten, muss man sagen. Die meisten Leute weichen da aus. Die weichen schon beim ersten Mal aus. Und dann laufen die auch in der zweiten Runde nicht wirklich da rein. So. So spiele ich den Catalyst noch kurz. Ich benutze im allgemeinen Fall Shield einfach zum Überleben. Hier kann man auch Might nehmen für mehr Schaden, aber da er selber schon eine Fähigkeit hat, die ihm Might gibt oder macht, habe ich mir gedacht, brauche ich hier eigentlich nur das Shield, um länger zu überleben, weil das kann man nicht über. Also zweimal Macht aktivieren ist immer noch nur 25% extra Schaden. Wohingegen halt das Schild dann was bringt. Das ist hier zum weiter Ausweichen. Hier könnte man auch Fade benutzen, um den Gegner ein bisschen zu verwirren, wo man ist, weil die meisten gehen eher davon aus, dass man diese Medium Distance hat, wo man nicht unsichtbar wird. Bei Fade und dann ein bisschen dreist sein und unter Umständen mal mitten aufs Feld teleportieren, weil einen keiner vermutet und man dort halt als unsichtbar dann steht. Ja, Brain Juice erklärt sich von selbst. Damit kann man eher wieder ausweichen, alles andere eher machen, eher Granaten werfen. Ist halt
sehr angenehm. Man könnte hier auch Second Wind mitnehmen, wenn man zum Beispiel Bullets. im Team keinen Heiler hat. Dann kann man das ja mitnehmen, muss man halt damit rechnen, dass man einmal nicht angreifen kann, um das zu aktivieren. Aber es hilft einem doch relativ gut, am Leben zu bleiben. Es ist halt sogar, glaube ich, stärker als ein Lebenspickup. Im Enhanced Allgemeinen vernehme ich Crit. aber Brain Juice. So, dann kommen, wenn wir jetzt mir ein bisschen Spielszenen zeigen, wo ich hoffentlich mal erkläre, was ich wie und warum mache. Und hier haben wir den Fall schon, dass wir keinen Support haben. Visor augmented. Also nehme ich doch mal lieber das Lebenselixier mit, um hoffentlich länger zu überleben. Man muss natürlich daran denken, dass man das rechtzeitig aktiviert und nicht erst, wenn man 10 Leben hat, sondern vielleicht auch schon, wenn man das halb, nur noch halbes Leben hat, damit man halt noch die Zeit hat, das alles zu regenerieren. Five, Weil wenn man stirbt, four, trotz three. der Heilung, hat man sozusagen alles verschwendet. So, ich habe jetzt hier natürlich schon meinen Cover ignorieren, weil sonst würde ich sie nur mit Cover treffen. Ich habe jetzt so gezielt, dass wenn einer von beiden ausweicht, ich den anderen noch treffe. Wobei sie, glaube ich, gar nicht ausweichen kann. Von daher müsste das schon ganz gut sein. Außerdem laufe ich vor, weil ich gesehen habe, dass Asana reingeht und der will ich halt Unterstützung geben. Deswegen laufe ich hier nach vorne, damit ich dann hier reinschießen kann, wo sie jetzt hinspringt. Always get my target. Und sie hat schon nur noch ein halbes Leben, weil ich ihr halt über 40 Schaden gemacht habe in der ersten Runde. So, jetzt kann ich hier hinspringen, um die beide zu treffen. Weil ich vermute, dass ausgewichen werden wird. Ich mach das mal. Wie gesagt, um beide zu treffen. Weil Asana versucht dann auch genau das gleiche, beide treffen. Time to Und ich put denke, on er the wird clinic. könnte ausweichen. Dare you attack? Wäre meine Vermutung. Think fast. Normalerweise springe ich aber nicht rein, um hier mit meinem Ausweichen anzugreifen. Das war hier meine Ausnahme, weil ich mir dachte, er weicht auch aus und da wollte ich überhaupt jemanden treffen. Im Allgemeinen spare ich mir das eigentlich auf, bis ich ausweichen muss, weil ich irgendwie in der Ulti entkommen werde oder irgendwo was in der Richtung. Sind wir jetzt irgendwann dran? Ah, damit ist einer schon tot. Ist nett. Courage above cowardice. Stay on target. Ich denke, Gray könnte da hinlaufen, deswegen bin ich hier weit oben hingestellt. Weil hier bin ich mir nicht sicher, ob ich dahin schießen könnte, wo sie sein wird. Und dort habe ich auch den AOE benutzt, weil ich mir dachte, dass Sugi noch dort steht. Ah, Gray ist hier oben. Da wollte ich nämlich hinlaufen und man kann nicht da hinlaufen, wo schon jemand steht. Da aber hier nur ein Feld ist, wo sie dann sein kann. Weil ich hätte, ja, sie hat den Catalyst benutzt, glaube ich. Zumindest hatte ich das so angehört. Da komme ich nicht ran. Dann nehme ich das mit und laufe dann hier hin. Hört man weiß nicht, wo Gray hin ist. Ich könnte hier hingegangen sein. Moment mal. Ich teste das jetzt mal. So. Jetzt erwische ich so ziemlich alles, was hier ist. Ah, genau. Sie ist also da hingegangen. Wo schießt denn Suzuki hin? Der hat bisschen neben gezielt. Jetzt will ich zum Beispiel eigentlich hier entkommen. Ich kann ihn so oder so nicht treffen. Doch von hier. Dann kann ich nämlich ausweichen. Damit Suki mich nicht trifft, von hinten im Rücken. Ah, er weicht auch aus. Das ist natürlich schade. So. Jetzt könnten wir wahrscheinlich doch mal ultien.
noch Might geben und dann haben wir das noch aus. Ja, pingt doch nicht so wie verrückt. Das macht's doch nicht besser. That's the stuff. Guess I'll kill them all myself. Ja, und damit ist er tot, dann haben wir 5-2 gewonnen. Das lief eigentlich ganz gut. Meine Ulti war nicht ganz ideal gesetzt, aber 10 Runden zu gewinnen ist ein sehr respektables Ergebnis. Da kann man mal ein GG machen. Ich denke, ihr habt also ungefähr eine Vorstellung bekommen, wie der Spielstil von meinem Blackburn ist. Man kann ihn halt auch auf deutlich näher oder Nahkampf benutzen, wenn man die Mods komplett umändert. Ich spiele ihn so ein bisschen als Jack of all Trades, also als Alleskönner. Einfach nur, weil ich das ganz angenehm finde. Der kann halt relativ gut überall hinwirken, auch mit seiner Granate kann er über Hindernisse werfen und solche Sachen. Das finde ich doch sehr angenehm. Und man muss sich vor allem überlegen, wann man entscheidet, ob man den AOE-Angriff benutzt. Diesen kleinen Kreisausschnitt als Bereich, wo er wirken wird. Da geht es auch durch Gegner durch. Also das trifft ja auch alle Gegner, die in dem Bereich stehen. Ja, also ich denke, ich habe euch einen ganz guten Eindruck geben können. Auch wie und warum. Ich dachte, es dauert deutlich länger. Einfach nur, weil ich nicht vermutet hätte, dass ich jetzt direkt so gute Matches hinkriege mit Blackburn. Aber ihr seht, es kann ganz gut funktionieren. Mit der Ulti weiß ich nicht genau. Also bei der Ulti könnte man vielleicht wirklich... Ups, falsch. Dahin. Kann man halt wirklich überlegen, ob man das Cover ignorieren will, wodurch man halt... Wobei man das eigentlich ganz gut sowieso einstellen kann, weil man halt bestimmen kann, in welche Richtung man angreifen möchte oder von welcher Richtung es angreifen soll. Weiß nicht, das ist so ziemlich die nutzloseste Mod meiner Meinung nach, die als Standard ausgewählt ist. Alle anderen drei Mods sind meiner Meinung nach nützlicher. Ja. Also, bis dahin, wir sehen uns auf dem Schlachtfeld und tschüss.